Wie lange lebst du schon vegan und wie schwierig ist es tatsächlich, vegan zu leben? Es gibt so ein paar Vorurteile, dass es nicht schmeckt, dass es total teuer ist, dass es umständlich ist. Wie sind so deine Erfahrungen mit dem veganen Leben? Also ich bin seit 3 Jahren lebe ich vegan. Ich bin Vegetarier, seit ich 17 Jahre alt bin, habe schon immer einfach Mitleid gehabt oder mit Tieren. Also mir tun einfach die Tiere leid und ich wollte einfach kein Fleisch mehr essen. Habe dann irgendwann festgestellt, eigentlich macht es ja gar keinen Sinn, nur das Fleisch wegzulassen, sondern ich denke einfach, die Küken Tötungen und dass Kälber von der Mutter getrennt werden und so weiter, ist ja eigentlich auch, macht ja dann keinen Sinn, nur das Fleisch wegzulassen, wenn ich Eier und Milchprodukte esse. Habe selber auch eine Autoimmunerkrankung, die einfach meinen Körper plagt, also mit Rheumaschüben und solchen Sachen, und habe dann viel drüber gelesen. Und eigentlich wird bei Rheuma ganz von vielen, vielen Ärzten inzwischen die vegane Ernährung empfohlen. Und ich dachte, ich probiere es jetzt einfach mal aus. Habe dann ab dem 3. Tag schon wirklich eine spürbar bessere Besserung bemerkt bei mir. Und nach 4 Wochen waren meine ganzen Gelenkschmerzen weg. Ich war nicht mehr so steif morgens. Also ich habe einfach körperlich eine Verbesserung gemerkt. Ich hatte plötzlich eine Lebensqualität. Das war unglaublich nach 4 Wochen schon. Und also ich glaube, mir ging es in meinem Leben einfach noch nicht so gut wie in dieser Zeit, seit ich vegan lebe. Das ist, ich habe eine Energie und eine Power, das hatte ich in meinem ganzen Leben vorher nicht. Und habe auch mit vielen Menschen schon darüber gesprochen, die auch irgendwelche Autoimmunerkrankungen haben. Und die haben eine deutliche Verbesserung ihrer Lebensqualität einfach, seit sie sich vegan ernähren. Ist es umständlich, sich vegan zu ernähren? Und ist es deutlich teurer als das normale, die normale Ernährung? Also teurer ist es gar nicht, im Gegenteil, denke ich. Umständlicher ist es nicht. Am Anfang muss man sich einfach ein paar Dinge zulegen, die man dann im Haus hat, aber im Prinzip kann man alle Gerichte, die wir kennen, vegan zubereiten. Oft auch viel schneller, viel einfacher. Also ich habe viele Dinge verändert. Zum Beispiel mache ich gefüllte Kohlrabi. Mache ich so, dass mein Papa heute noch glaubt, er isst Fleisch als Füllung in diesen Kohlrabi. Und also man kann wirklich alles so zubereiten, dass es so super lecker schmeckt. An sich schmeckt Fleisch ja eigentlich auch nach gar nichts und überhaupt nicht gut. Man braucht einfach Kräuter, Gewürze, damit es einen Geschmack bekommt. Und man kann ganz einfach vegane Gerichte zubereiten, ohne Zusatzstoffe, ohne schädliche Stoffe für den Körper, wo es super lecker schmeckt.